Liebe Schwestern und Brüder, was Paulus gegen Ende des Römerbriefes dieser Gemeinde hier in Erinnerung ruft und uns damit auch heute sagt, wir könnten es bezeichnen als die Grundlagen des apostolischen Dienstes. Um euch einiges in Erinnerung zu rufen, obwohl auch ihr Erkenntnis besitzt, habe ich euch einen teilweise deutlichen Brief geschrieben. Das ist die Aufgabe der Apostel. Wohl wissend, dass die Kirchen Gottes über dem Erdkreis auch eine eigene Erkenntnis Jesu Christi haben, ist der apostolische Dienst der Dienst der Einheit und bedarf zuweilen großer Eindeutigkeit. Warum? Paulus begründet das. Damit ich als Diener, heißt wörtlich Sklave Christi Jesu, für die Heiden wirke und das Evangelium Gottes wie ein Priester verwalte. Denn die Heiden sollen, also ihr, wir, sollen eine Opfergabe werden, die Gott gefällt, geheiligt im Heiligen Geist. Wir beten jedes Mal im dritten Hochgebet so. Dort hat dieser Gedanke Eingang gefunden. Er mache uns zu einer Opfergabe, die dir wohlgefällt, beten wir dort. Was hier grundgelegt ist, hat der Heilige des heutigen Tages tief, nicht nur eingeatmet, sondern in tiefer Weise nachempfunden und gelebt. Leo, in sehr unsicheren Zeiten des 5. Jahrhunderts, dem man als ersten Papst den Beinamen der Große gab. Nicht nur aufgrund seiner politischen Verdienste, die er hat, indem er sich zweimal wirklichen, ziemlich rohen Heiden direkt gegenüberstellte. Einmal Attila, und diese Mission war von großem Erfolg gekrönt, weil der darauf verzichtete, den Rest Italiens auch noch zu verwüsten, wie er schon im Osten angefangen hatte, und schließlich Geiserich, ein Misserfolg. Rom wurde geplündert und es wurde gebrandschatzt dort. Jedes Mal war dieser Bischof von Rom wehrlos, umgeben von seinem Klerus, diesen wirklichen rohen Heiden entgegengezogen. Aber wie es Benedikt XVI. In seiner schönen Katechese zu diesem Heiligen gesagt hat, die Liebe wächst im Glauben und der richtige Glaube bringt Liebe hervor. Wenn wir uns heute zu sehr in Feldern der Caritas verlieren, weil das eben allen einleuchtet, dass man so etwas tun muss, dass das genuin auch Aufgabe der Christen ist, dann stimmt das, es ist Aufgabe der Christen. Aber wo wurzelt das? Wo kommt das her? Wo ist die Motivation dafür? Wo ist die Korrektur auch dafür? Wo kommen die Kriterien her? Nur, und so macht es Leo deutlich, aus dem wahren Glauben. Das, wie er für die Einheit der Kirche gewirkt hat, zu nennen ist vor allen Dingen das Konzil von Chalkedon, das um die wahre Lehre Jesu Christi ringt. Jedes Jahr hören wir an Weihnachten neu seine Worte, die er über die Menschwerdung Christi schreibt und sich seiner Gottheit tief verpflichtet weiß. Wir denken heute, das sind alles so Sachen von vorgestern, das sind, wie die Dogmatiker uns heute beizubringen, versuchen Sprachspiele. Nein, das ist Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, die wir zu leben haben als Christen, jeweils in unterschiedlichen Zeitumständen, die wird geprägt durch das, was wir glauben. Und wenn wir hier nicht fest sind in dem, was immer, überall und von allen geglaubt wurde, wie es dieser wunderschöne Grundsatz des Vinzenz von Lerin sagt, dann wackeln wir an allen Fronten. Wir können das ja beobachten. Wenn auch der bischöfliche Stuhl zu Rom damals diese unsicheren Zeiten aufgefüllt hat sozusagen und begann Politik zu machen, notwendigerweise, notgedrungen. Wir wissen, welche Auswüchse das im Hochmittelalter hatte und wir wissen auch, dass es spätestens mit dem Verlust des Kirchenstaates endgültig vorbei ist. Aber auch solches politisches Agieren war am Beginn bestimmt von der Mühe um den rechten Glauben. Und dies ist und bleibt das Kriterium für alles, was auch von Rom aus
politisch geschieht.